Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Euch gehört meine Aufmerksamkeit. Nerv mich nicht. Nach kurzem Blick ins Internet ist mir klar geworden, der Tempel ist hier außerhalb, dass ich da drin nicht zu lange rumgeschaut habe. Ja, schauen wir mal vorbei. Ihr habt die Statue, gibt sie mir, und ich werde versuchen, Varvos Namen von Vorwurf des Mordes an prahlenden Carvers zu reinigen. Ihr habt die Asche übergeben. Habt Dank, Nereva. Ja, ich kann sehen, dass eine Art von Beschwörung oder Verzauberung auf diese Statue ruht. Ich glaube, dass diese Statue Varvos Sariti auf irgendeine Weise beeinflussen dazu gebracht hat, seinen Freund prahlenden Carvers zu töten. Mit Umständen steht er immer noch unter ihrem Einfluss. Teilt Varvo mit, dass er kommen und mit mir sprechen soll. Wenn ich sicher bin, dass er nicht länger von der Statue manipuliert wird, werde ich ihn von der Schuld an prahlenden Tod befreien. Okay, mit anderen Worten. Alt. Wohn. Distrikt. Da. Das Maus Sariti. Oh nein. Ja. Yes. Ein Gespräch. Hallo, kann ich euch helfen? Ich möchte mit mir über die Aschestatue sprechen, vielleicht kann er mir mit diesen Albträumen helfen. Ich werde zu ihm gehen, sobald es mir möglich ist. Hab Dank, Nereva. Ich nehme an, dass das Ansehen meines Sohnes wiederhergestellt ist, wenn er vom Einfluss der Aschestatue befreit wurde. Ich weiß, dass mein Sohn seinen Freund niemals ermorden würde und vermutet, dass diese Statue ihn irgendwie beeinflusst hat. Besser geht. Ja. Gut. Bevor wir nun weitere Aufträge von ihm nehmen, werde ich jetzt mal sehr gut gehen. Zu sehen. So, und auf zum Tempel. Denn dieser Loren hat uns, hat für uns noch ein paar Nebenquests. Habt ihr noch mehr? Ich glaube, diese Statuen haben irgendeinen verderblichen Einfluss. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr herausfinden würdet, wie Varvos Sariti an die Aschestatue gekommen ist. Aus irgendeiner Stadt beschafft, aber ich möchte sie herausfinden. Okay. Oh, muss ich zu Varvos Sariti latschen und fragen. Es ist ja ein Hin und Her zwischen zwei Orten. Gut, dann nicht. Schreitet in Tugend. Ja, ist ja schön. Bleibt da. Gibt es etwas, das ich für euch tue? So. Willkommen. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ja, fast, als würde ich euch kennen. Zuvor konnte ich mich nicht erinnern, aber jetzt weiß ich wieder, wo ich die Statue habe. Galtes Guvron gab sie mir in der Taverne, die Ratte und der Topf. Okay, auf zur die Ratte und der Topf. Also ich tippe mal, die ist draußen, aber sicherheitshalber, die ist draußen. Thank you.
Was der ist Cheat Sera? Hat keine Zeit für dich. Nicht mehr. Warte. Sterb! Ihr könntet ihr nur. Nein, es ist nicht von Bedeutung. Ich werde mich einfach jetzt sofort darum kümmern müssen. So, unser erster Gegner. Mit Goldbrand. Niedergestreckt. Nichts als Ärger. Ich muss weiter. Oh, ein Cheat. Hier ist eine neue Lieferung, Statuen. Sie sollten hier in Altrun aufgestellt werden. Stellt die Statuen schnell und mit Bedacht auf. Vernichtet diesen Zettel. Enttäuscht mich nicht noch einmal. Hanna rein. Oh, Statuen. Komm, nehme ich sicherheitshalber mit. Man könnte was davon wollen. Okay, hat sie nicht genommen. Ihr habt eine Notiz bei Galtes Kupferung gefunden, als ihr nach den Aschestatuen gefragt habt. Lasst sie mal sehen. Vielleicht ist diese Hanarei Asutlanipal. Sie behauptet, eine geächtete Aschländerin zu sein. Ihr Haus ist das erste auf der rechten Seite, wenn man die Treppe vom Tempel hinunterkommt. Sie könnte genauso wenig bereit sein zu reden wie Galtes. Nehmt diese Tränke, falls ihr sie brauchen solltet. Okay. Euch gehört meine Aufmerksamkeit. Das sind wahrscheinlich alles Mitglieder des sechsten Hauses. Warte. Schreitet ab. Jetzt hab ich euch! Dummkopf! Ja, ich bin der Dummkopf. Ah, oh, sie hat auch noch eine. Aber sonst hat sie nichts bei sich. So kriegen wir doch aus denen nichts raus. Hallo, kann ich euch helfen? Aus. Gruselig. Mit diesem Korpusfleisch. Lecker. Mensch. Gibt es etwas, das ich für euch tue? Gibt es etwas, das ich für euch tue? Schon komisch, dass sie mich angreifen, weil sie wissen, dass ich einen Chef getötet habe. Vielleicht aus dem Frust. Was weiß ich. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, ich bin der Nerven. Kein. Ja, jedenfalls. Grüß Gott. Dadurch, dass Hanari Asutlanipal umgebracht wurde, ist die Quelle dieser Aschestatue in Altrun versiegelt. Meine Hochachtung für das, was ihr erreicht habt. Lassen Sie doch weiterhin auf der Hut sein für den Fall, dass noch mehr Aschestatuen nach Altrun gebracht werden. Einer unserer Pilger ist vor ein paar Wochen von hier auf der Pilgerreise des verfluchten Mannes ausgezogen. Ich habe nichts weiter von ihm gehört. Finde heraus, was mit dem Pilger Firdristaren geschehen ist. Firdristaren hat Gnises vor einigen Tagen verlassen. Er war eigentlich auf dem Weg zur Koalhöhle südlich der Stadt, aber er kam nie dort an. Geht nach Gnises, hört euch dort und findet raus, was mit ihm geschehen ist. Puh! Ich gehe direkt zur Koalhöhle. Was ist, Sera? Ah, der ist immer noch da. Ah, da steht er ja. Viele wollen denn noch zu der Koalhöhle. Müsst mir helfen, ich bin krank. Habt ihr etwas? Halt, ja, danke, ich fühle mich bereits besser. Geht mir viel besser, danke. Krank. Also zurück zum Tempel.
Danke, dass ihr für Tristan geheilt habt. Warum nehmt ihr als Gegenleistung für eure Opfer nicht einen dieser Tränke gegen Krankheiten? Ich habe davon im Moment mehr als ich brauche. 1 gegen 4, das ist doch gut. Nächste Aufgabe. Ein weiterer Pilger ist verschwunden. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was mit Bedin Giladrin geschehen ist. Bedin Giladrin war auf dem Weg von Aldrun nach Margan. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Geht nach Margan und schaut, ob ihr ihn finden könnt. Okay. Auf nach Margan. Das ist richtig. So. Und hier ist schon jemand, den ich... Vielleicht weiß... Tralas Renders im Schrein etwas drin. Oh, der Schrein ist doch... Vielleicht, vor ein paar Tagen kam ein Aschländer hier vorbei, der von uns einen Tribut für den hochverehrten Adligen Bindin Gildaran oder so ähnlich verlangte. Da mir kein redoranischer Adliger dieses Namens bekannt ist, habe ich lediglich die Botschaft weitergegeben. Der Aschländer sagte, man solle Margan gehen, Westen auf der Straße in die Berge verlassen, dann entlang der Berge im Süden weiterziehen, um zu seinem Lager zu gelangen. Nach Westen und dann die Berge nach Süden. Dann werden wir das doch mal tun. Freund oder Feind? Ah! Antwort. Ihr verschwendet eure Zeit. Geht. Ich geh doch schon. So. Okay. Hi, Dunkel, ich bin wieder ein armer Pilger. Ich dachte, die Aschende wollten mich töten, also sagte ich ihnen, dass ihr ein berühmter Adliger seid. Natürlich war das Unrecht, aber was hätte ich sonst tun können? Ja, hier. Gut, er ist treu und kann gehen. So, hier. Wissen Sie, danke, ich werde Pilger also allein fortsetzen. Okay. Ja, ich hörte, dass ihr Bardin Giladrin aus dem Lager der Aschender befreit habt. Ich werde sicherstellen, dass das Redoran von euren Taten hört. Das ist sehr nett. Ah, okay. Die letzte Quest von ihm. Mehrere Soldaten der Redoran wurden in den halb verfallenen Festung von
das Ref geschickt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Ich brauche jemanden, der herausfindet, was in Andersref geschehen ist. Eine Gruppe bewaffneter Männer von Redern aus Andersref aufgefallen, nicht zurückgekommen. Geht nach Andersref und findet heraus, was mit ihnen geschehen ist. Falls sie tot sind, was ich fast befürchte, bringt mir ihre Schilder aus Redorans zurück. Ich werde euch auf der Karte zeigen, wo Andersref liegt. Dreifach gesegnet seiet ihr. Es ist mir eine Ehre. Und Andersref liegt wo? Bringt sich, wenn du es auf der Karte markierst, wenn ich so viele... Ne, ich find's nicht. Nördlich von Gnomok. Ah! Also auf nach Kartak. Können wir uns nochmal Boethias Schrein anschauen. Und dann geht's gleich hier rüber. Über die Berge. Ah, das reicht. Ah, mit ihm noch nicht gesprochen. Gut, die Stadt ist fertig. Ich hoffe, euch gefällt die neue Sein. Schande, den alten Kartak-Felsen zu vernichten, aber wurde zum Problem. Großer Felsen. Schön. Ja. Das könnte jetzt schwierig sein. Aber wir haben ja noch eine Notlösung. Hier ist schön angenehm. Ah! Sehr schön. Wird mal wieder Zeit für ein Level ab. Alle 1, 7. Ah ja, da hier bei Level. 4 von 10. Dauert noch ein bisschen. So, gut. Hier sind wir fertig. Hier geht's wieder raus. Da ziehen wir schon mal die Schuhe an. Sein, oder? Laut der Konzentration der Gegner befürchte ich schon.
Moment. Die wurden nicht etwa von irgendeiner der Leute, sondern von den... Okay. Das waren die vier. Mein Beileid. Es ist also so, wie ich befürchtet habe. Ihre Familien werden wenigstens ihre Schilder erhalten. Da habt ihr gut gemacht, Ihre Wahl. Vielleicht wollt ihr jetzt wieder uns selbst ein Schild annehmen. Nein, danke. Naja, macht nichts. Macht euch nichts daraus. Ich habe keine weitere Aufgabe. Als Herrn Martin Soretti oder bei einem Kämmerer von Los Redoran. Inwiefern? Nein. So, der ist auch erledigt. Also auf zu Atin Sariti. Ist der hier noch drin? Nein. Kundes drückt. Und dann auf zu dem Herrn Sariti. Hallo, kann ich euch helfen? Ja. Was mit diesen Asche? Schreitet in Tugend. Andres Nerano, ein Lalo-Adliger, behauptet, Erzmagister Bolvin Benim habe sich gewisse Indiskretionen mit der Frau eines anderen Rats entschuldig gemacht. Zwar heiße ich beileibe nicht alles gut, was der Erzmagister tut, jedoch kann ich als Ratsherr vom Haus Redoran diese Anschuldigung nicht im Raum stehen lassen. Ich will, dass ihr den Verleumdungen von Andres Nerano Einhalt gebietet. Ist ein Balmora lebender Lalo anderen, geht dorthin, macht seine Verleumdung über Bolvin ein Ende. Diese üble Nachricht muss ein Ende finden. Für die üble Nachricht ist Andres Nerano glücklich, macht ihn außerdem verlangt, dass er seine üble Nachrede einstellt. Wenn er sich weigert, dann fordert ihn zu Duell. Ihr würdet Haus Redoran beschämen, wenn ihr ihn ermordet. Okay, auf nach Balmora. Wo ist er denn? Einfach nur ein Balmora lebender Adler. Okay. 10, 3. Dann schauen wir mal. Okay. Okay, hat ein eigenes Haus hier. Ich muss sagen, hier bei den... Nee, Haus Lalo ist er nicht. Wer ist denn der Nachname? Andres Nerano. Wachtum, Wachtum, Haus Lalo. Hier höchstens. Oder Nerano. Das könnte es natürlich auch sein. Scheint es nicht so zu sein. Nein. Aber das ist der Tempel. Andererseits beste ich vom Ausrede und war ja noch ein Roboter. Die sind werden mir wahrscheinlich. Ah, er ist jetzt angezeigt. Okay. Da aus Nerano. Ich war einfach noch nicht weit. Lästig genug. Was ist denn alles das hier? Gut. Sicherheit haben speichern wir jetzt. Üble Nachrede. Da.
Über Nachrede, ich habe die Wahrheit über Bolvenvenim erzählt. Wie es scheint, seid ihr Redoraner zu dumm, um die Wahrheit zu erkennen. Wenn ihr mich dafür zum Duell herausholen wollt, dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. In Herausforderung. Ihr werdet so, wir sind leiden. Hier und jetzt, sobald die Wahrheit zu Ehre war. Aber ohne Schwert und Schild. Ah doch, mit Schild. Schlag als erstes. Du sollst nicht tanzen, sonst... Vielleicht gut für einen Redoran. Ich nehme mal zurück, was ich über Bolvenvenim gesagt habe. Lebt wohl. Boah, sonst hätte es ja noch ewig gedauert. Ja. Gut. Alt. Wohndistrikt. Gut. Euch gehört meine Aufmerksamkeit. Oh, don't be surround, bitch. Irgendwann werde ich euch totschieben. So. Ich glaube nicht, dass es erneut wagen wird, über die Nachricht über Hausredon zu verbreiten. Okay, wir sind verteidigt. So. Förderung. Aufgabe. Ich glaube, in der Küste ist ein Schmuggler in der Höhle von Schunibal aktiv. Schunibal ist eine Höhle südwestlich von Gnamok. Ich markiere sie für euch auf der Karte. Ich habe gehört, dass die Schmuggler von einem Dunmer namens Daro, der von einem und einem Portador namens mit Namen Engine angeführt werden. Tötet die Anführer und erstattet mir dann Bericht. Ich vermute, dass die Schmuggler hier in Altrum irgendwo eine Kontaktperson haben. Sonst wäre ich wirklich hier ein paar Nachforschungen anzustellen. Ihr bringt mir Glück. Wie kann ich euch helfen? Genau, okay, hier. Heavy. Die tun es mir auf die Karte. Was war's? Südwestlich an der Küste. Ich hätte einfach nach Gnamok. Gnamok. So. Hier, schon über, als wäre ich da schon drin gewesen. Ich war da schon drin, da wette ich was. Sonst wäre. Oder. War hier nicht irgendwann. Nicht irgendein Kampf gegen irgendjemand? Kann auch gewesen sein, dass er zufällig direkt vor dieser Höhle. Ist. Warum sind die Tote nicht spüren? Ihr seid schon bald tot. Ihr werdet unendlich leiden. Ihr werdet sterben, Dummkopf. Es gibt kein Entkommen. Ich werde es schnell machen. Es gibt kein Entkommen. Wie hießen die zwei? Der Roder und Engie. Der Roder ist erledigt. Und
da ich noch keinen Ding bekommen habe. Kein Questeintrag müsste ich hier entschieden. Ziehen ja schon. Ich sollte öfter auf die Büsche. Schreitet im Tunnel. Ich gehe mich schnell auch ab. An dir. So. Schon waren für sind als tot gut. Sie werden aus Redoran nicht weiter belästigen. Aretan Mandas, eins der bedeutendsten Fürsten im. Eins der bedeutendste Fürst im Haus Redoran behauptet nun, Fürst der Westspalte zu sein und verlangt von Reisenden auf der Straße nach Margan Tribut. Vor jemanden, der dem wahnsinnigen Treiben von Fürst Aretan Mandas ein Ende bereitet. Er hält sich in der Höhle von Mülk auf. Er liegt an der Straße nach Margan ein kleines Stück nördlich der Kreuzung. Der verrückte Fürst verfügt über einige treue Anhänger und ein paar Banditen, die mit ihm auf sein Gut gezogen sind. Sie werden Aretan Mandas mit ihrem Leben verteidigen. Wie wäre es hier, wenn Aretan Mandas Gehalt nicht getötet wird? Vielleicht solltet ihr nach Ebenherz gehen und mit Lehrer Mandas seinem Vater sprechen. Ah, ich erinnere mich. Ratet mal, wessen Tochter, wer die Tochter von Aretan Mandas ist. Es tut sehr gut, euch zu sehen. Genau, Delina. Und dieser, wie auch immer der heißt, wird uns sagen, also der Vater von Aretan wird uns sagen, wir sollen Delina retten. Und ja, also nächstes Mal sehen wir uns in Ebenherz wieder und reden mit Leran Mandas. Tschüss.